Ja, hallo, herzlich willkommen zu HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Heute geht es mal wieder um Grafik, um Zeichnen. Ich muss gestehen, dass ich seit 1989 ein CorelDRAW-Anwender bin. Da kam damals die Version 1.2 oder sowas raus. Und seitdem nutze ich das Programm, habe mir immer wieder Updates dazu gekauft oder neuere Versionen gekauft und bin dem Programm treu geblieben. Jetzt hat Corel eine neue Version vorgestellt, die CorelDRAW Graphics Suite 2021, weil eben wir das Jahr 2021 haben. Und die haben da ein paar Funktionen eingebaut, die möchte ich Ihnen ein wenig näher bringen. Es wird natürlich immer weiterentwickelt, so eine Software, und die wird immer komplexer. Deswegen kann man ja auch nicht komplett zeigen, sondern nur ein bisschen. Schauen wir mal, was wir haben. Hier steht perspektivisches Zeichnen. Das ist jetzt neu drin. Perspektivisches Zeichnen kannte man im Altertum noch nicht. Erst im Jahre 1436 hat der Leon Battista Alberti ein Traktat darüber geschrieben, also eine theoretische Abhandlung. Und später haben sich viele Maler damit beschäftigt, unter anderem auch so ein berühmter Mann wie Albrecht Dürer. Bei denen ging es dann darum, wie kann ich einen räumlichen Eindruck auf einem Blatt Papier erwecken. Und da gibt es dann eben von den berühmten Leuten entwickelt, die drei oder vier Perspektiven oder perspektivischen Darstellungsmöglichkeiten, die es gibt. Es gibt die Zentralperspektive, das ist, wenn man in eine Schachtel reinguckt zum Beispiel. Die Zweipunktperspektive, wenn man von außen auf eine Schachtel drauf guckt. Dann gibt es noch die Vogel- und die Froschperspektive, wenn man also von oben auf die Schachtel guckt oder von unten auf die Schachtel. Und genau dafür hat Corel einige Routinen entwickelt. Die will ich Ihnen zeigen. Aber zunächst schauen wir mal das Programm. Das ist CorelDRAW Graphics Suite 2021. Die läuft nativ in Windows und auf dem Mac. Und auf dem Mac sogar nativ auf der neuen Prozessorgeneration, die Apple ja gerade einführt, den M1-Prozessor. Das ist der Wechsel, den die vollzogen haben von der Intel-Architektur auf die ARM-Architektur. Und den Prozessor, den lassen die für sich exklusiv selber bauen und der soll sehr, sehr leistungsstark sein. Ich habe ihn noch nicht ausprobieren können, aber man hört da nur Gutes drüber. Ja, und das Programm kann man entweder leasen, also im Abonnement sich holen, oder man kann es kaufen. Wenn man sich es im Abonnement holt, also es gibt übrigens auch eine Testversion, die man runterladen kann, wenn man sich es im Abonnement holt, hat man auch die Corel Cloud mit da drin. Das heißt, da gibt es so Zusammenarbeitstools, die basieren auf der Corel Cloud. Beim Abo hat man sie automatisch mit drin, bei der anderen Version muss man sie dazu abonnieren für geringes Geld. Und das ist das, was ich mit Ihnen mal machen möchte. Das hier, das sieht jetzt aus wie ein Raum, wie eine Schachtel, in die man reinschaut. Und wie relativ einfach man das machen kann mit den neuen Tools, möchte ich Ihnen zeigen. Ich habe dazu natürlich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier zum Beispiel mir Bilder und Texte und sowas schon vorbereitet. Die habe ich auch, damit es einfacher ist, in CorelDRAW reingezogen. Habe hier also mein Logo, habe einen Taucher, das bin ich mal unter Wasser, das ist eine Schildkröte, ein Fisch, das ist so ein binärer Text aus Nullen und Einsen, den habe ich per Zufallsgenerator generieren lassen. Das sind ein paar Wolken und hier ist noch so eine Willkommenmatte. So, und dann wollen wir mal sehen, wie man so ein Muster hier erstellen könnte. Ich habe übrigens hier auf der rechten Seite schon eingeblendet, das ist so ein Dockfenster für die Seiten, die man in dem Dokument hat. Das gibt auch noch andere Seitenfenster. Wir werden gleich die Objekte brauchen. Das hier werden wir brauchen. Aber lassen wir jetzt im Moment mal das Seitenfenster. Da kann man dann die Seiten sich viel schneller aufrufen, als wenn man unten über die Leiste hier unten geht. Es gibt auch noch was Neues jetzt dran. Das ist die sogenannte mehrseitige Ansicht. Da sind alle Seiten, die in dem Dokument sind, dargestellt. Also wenn man mehrere Grafiken hat oder mehrere Versionen hat, da kann man es machen. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht, damit ich an meine Ressourcen einfacher dran kann. Man kann auch zum Beispiel dann hier bei denen einfach Objekte hin und her schieben. Machen wir später. Oder man kann die Seiten umsortieren, je nachdem, wie man es braucht. Die haben auch Namen von mir bekommen. Aber wir wollen ja ein bisschen arbeiten. Also wir nehmen jetzt nicht die Mehrseitenansicht. Man könnte auch drin arbeiten, aber das ist mir zu kleinteilig, denn
So, das ist also unsere Seite und hier wollen wir eine Perspektive drauf malen. Wollen wir hoffen, dass es klappt. Und zwar möchte ich jetzt, wie gesagt, eine perspektivische Zeichnung erstellen. Ich lege mal, jetzt kann man hier erstmal sagen, was möchte ich haben? Ein Punkt, wie ich es mit einem Fluchtpunkt, mit zwei Fluchten von außen gucke, oder die Froschperspektive oder Vogelperspektive. Wir nehmen jetzt einfach mal die Einpunktperspektive. So, ich zeichne mal, in dem Bereich soll sich das alles abspielen. Sie sehen hier in der Mitte, das ist der Horizont, der ist jetzt in der Mitte. Ich setze den einfach mal nach oben und muss versuchen, den möglichst dicht zu verschieben, sonst gibt es hinterher wieder Ärger. Jetzt brauche ich unten, wir haben ja an Seiten und an Elementen, zeigen wir mal da, wir haben also einen Boden, eine Rückwand, Seitenwände und einen Deckel oben drauf und da sind dann noch Objekte drauf. So, also fangen wir einfach mal an. Ich habe den jetzt weggeschaltet, die Seite, also war nicht mehr aktiv und kann aber jederzeit wieder sagen, ich möchte das neu bearbeiten oder weiter bearbeiten. Es gibt noch was, man kann direkt in die Perspektiven reinzeichnen. Ich zeichne sich lieber in der Draufsicht. Das ist für mein ungeschicktes Handeln ist das ein wenig einfacher. So, ich mache jetzt also hier einfach mal ein Rechteck hin. Ich gebe dem Rechteck eine Farbe, eine ziemlich helle Farbe, sowas hier, das ist ein bisschen dunkel, so. Und sage jetzt, möchte ich dich hier an sich als Boden haben. Also, ich muss dich auf eine Ebene verschieben, und zwar, der sagt jetzt auf die obere Ebene, auf die Dachebene, aber es ist die untere Ebene. Er weiß, ob man oberhalb oder unterhalb des Fluchtpunktsymbols ist und rechnet das eben in die Perspektive, in die richtige Position rein. So, jetzt haben wir schon mal den Boden. Jetzt brauchen wir noch die beiden Seitenwände. Auch die male ich lieber viereckig, also lieber in der viereckig, ja. Lieber in der Draufsicht. Mache also hier einfach irgendein Rechteck hin, gebe dem Rechteck eine Farbe, nehmen wir mal hier so ein frisches Grün und sage auch du sollst in eine Ebene verschieben und zwar auf eine seitliche Ebene. Jetzt haben wir den hier rechts und jetzt kann man den anpassen, dass er denn hier zusammenläuft. So, ich bin ein bisschen weit hochgegangen hier mit dem. Müssen wir gleich nochmal gucken, ein bisschen korrigieren. Denn man kann die auch hinterher natürlich manipulieren. Ich ziehe den jetzt hoch bis zum Horizont, mache den ein wenig niedriger, dass der sich hier an der Ecke, dass sie sich hier an der Ecke treffen. So müsste das sein. Und brauche jetzt natürlich noch eine rechte Wand. Wir haben jetzt hier die linke gehabt. Er merkt automatisch, ich male also jetzt wieder ein Rechteck. Er merkt automatisch, wo von dem Fluchtpunkt man sich befindet. Ich bin also jetzt auf der rechten Seite des Fluchtpunkts, mal hier wieder irgendein Rechteck, gebe dem auch eine Farbe. Nehmen wir mal ein ganz leichtes Blau, ja, das ist ein bisschen sehr, nehmen wir noch ein heller, das dunkler. Na gut, man kann sich die Farben aussuchen, wie man möchte. Und auch den, der soll auf eine Ebene verschoben werden, und zwar auf die Seitenebene. Und habe jetzt hier eben die rechte Wand, muss jetzt noch ein bisschen die Größen anpassen. Also muss der noch ein bisschen hochziehen, bis er hier vorne ist. So, das ist jetzt nicht ganz genau. Ich bitte das zu entschuldigen. Jetzt können wir noch die Rückwand bauen. Die ist im Prinzip ja auch nur ein Rechteck. So, die machen wir jetzt hier hin. Wir sind jetzt ziemlich weit weg. Das machen wir mal in einem etwas dunkleren Grau. So, damit man, ne, ein bisschen sehr dunkel. So. Man kann jetzt natürlich noch eins machen, man kann natürlich noch einen Farbverlauf reinmachen, wenn ich jetzt sagen möchte, der hier soll mehr, soll einen räumlichen Eindruck vermitteln, dann nehme ich den Farbverlauf und sage einfach, komm, du gehst jetzt hier von diesem Grau zum Weiß hin und damit wird dann, falls ich das richtig gemacht habe, wird dann hiermit, den hätte ich vorher machen müssen, den Farbverlauf, da kann man dann auch so einen räumlichen Eindruck erzeugen. So. Jetzt haben wir ja hier noch viel mehr. Wir haben noch keinen Himmel darüber. Den können wir auch als Rechteck bauen. Wir sehen, ich baue erstmal alles ein paar Rechtecke, damit ich was habe, an dem ich mich orientieren kann. Die anderen Sachen sehen wir später. Ich mache also jetzt hier meinen Himmel hin. Den machen wir natürlich schön blau, kräftiges Blau. Und sage, bitte auf die obere Ebene verschieben. So, und brauche dann jetzt nur noch hier in die ganze Sache einzupassen. Das war jetzt ein bisschen viel. Müssen wir den erstmal breit machen. Nicht neu zeichnen. Ich muss den
Einfach nur manipulieren, dann geht das viel besser. So. Rechts, links und dann müssen wir noch nach unten gucken, dass wir nicht allzu weit nach unten kommen. Sonst gibt es Probleme damit. Jetzt haben wir hier noch Freiflächen, die müssten also jetzt hier im Prinzip einfach höher gehen. Nicht den. Mit denen hier höher gehen, damit wir oben an den Himmel anschließen. So. Und mit der auch. Sehen, das ist die Manipulation. Die macht er auch richtig. Und jetzt können wir auch hier mit der Rückwand, können jetzt den etwas kürzen hier. So, machen die Rückwand noch ein bisschen größer. Also ich habe das jetzt alles einfach so manipuliert. So, was wollen wir jetzt machen? Ich möchte jetzt gerne mein Logo auf die Rückwand projizieren. Also suche ich mir mein Logo raus. Das ist auch eine CorelDRAW-Zeichnung. Die kopiere ich jetzt mit STRG C. Gehe hin und sage einfach bearbeiten und einfügen. Bisschen groß. Und der soll ja auch hinten bleiben, deswegen brauche ich da gar nicht groß mit Perspektiven rumzumachen. Wenn man auf eine Schachtel drauf guckt, ist die Rückwand immer nicht perspektivig, sondern richtig. So, also den hätten wir jetzt schon mal da. Der könnte ein bisschen größer sein. So, und jetzt haben wir ja hier noch die beiden Seitenwände. Und im Original hatte ich ja hier Bilder drauf. Auch das geht natürlich. Ich nehme zum Beispiel mal den Taucher. Das bin ich irgendwo beim Tauchen, also unter Wasser. Ich kopiere mir einfach das Bild. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich richtig bin. Moment, da ist Arbeit. Arbeiten, ich muss, ja. Und sage jetzt einfach, füge den mal ein. Fahre den nach rechts rüber, damit ich rechts vom Mittelpunkt bin. Und der ist jetzt zu groß. Das ist zu groß einfach. Dann weiß er nicht, in welche Ebene er den reinschieben soll. Ich mache den also ein bisschen kleiner und sage auf Ebene verschieben und zwar auf die Seitenebene verschieben. Und schon ist das Bild hier zu einer Perspektive auf der rechten Seite geworden. Ja, der ist jetzt vorne ein bisschen groß, das wirkt dann immer ein bisschen seltsam. So, vielleicht ein bisschen höher. So, das ist doch wunderschön. Wollen wir auf der anderen Seite auch einen haben? Wir können ja da hingehen, wir sagen wieder, wir möchten von vorne drauf sehen. Was machen wir hier? Hier machen wir mal die, wir haben da irgendwo die Schildkröte. Die nehmen wir. Die nehme ich, die kopiere ich. Gehe wieder auf unsere Arbeitsfläche. Füge die ein. Mach die kleiner. Damit er eindeutig weiß, dass er die Seite einordnig zuordnen kann. So, ich sage jetzt nicht Bitmap bearbeiten. Ich sage jetzt in, na komm. Bitmap bearbeiten wäre, wenn ich jetzt Farbkorrekturen oder sowas vornehmen wird. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Entschuldigung, ich habe das nicht aktiviert. Ich muss erst wieder die Perspektive aktivieren und wenn ich jetzt die Schildkröte einfüge dann und verkleinere, dann kann ich sie auch auf die Seite projizieren. So würde er die nur einfach in 2D darstellen. So auf die Seitenebene verschieben. Jetzt haben wir die Schildkröte auch da drauf. Ein bisschen so vielleicht. So, haben wir schon alles zusammen. Vielleicht möchten wir ja auch einen Wolkenhimmel haben. Auch das geht, denn zufällig habe ich ja auch Wolken dabei gehabt. Die stehen hier. Auch die kann ich kopieren. Na, gehe jetzt wieder auf unsere Arbeitsfläche. Darf natürlich nicht vergessen, das hier zu aktivieren. Nimm meine Wolken, schieb die nach oben. Ich meine, die werden nicht sehr schön aussehen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Die müssen auf alle Fälle über die Horizontlinie, sonst klappt das nicht. So, und da jetzt auf Ebene verschieben, auf die obere Ebene verschieben. Jetzt ist er ein bisschen hoch geraten. Jetzt können wir den so wieder einpassen, dass er hinterher genau in, das war nichts, dass er hinterher genau in die Zeichnung reinpasst. Ich hätte das Wolkenbild besser umgedreht, aber das ist jetzt im Moment auch nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir unten nach unten anpassen. Wie gesagt, wenn man sowas in Ruhe macht, geht das natürlich viel, viel einfacher und man kann es auch sauberer machen. So, jetzt habe ich im Prinzip mein kleines Aquarium schon fertig. Jetzt hatte ich noch einen Text darunter, diese 0101 irgendwas mit Zufallszahlen.
Auch die kann ich machen. Ich habe den Text da. Das ist ein CorelDRAW-Text. So. Und jetzt habe ich festgestellt, dass man den besser erst in Kurven konvertiert. Also, dass man hergeht und sagt, hier, ich nehme den Text und konvertiere das Ganze in Kurven. Es gibt Situationen, da sagt er, wenn das ein reiner Text ist, dann macht er Ärger. So, aber wir wollen ja den auch hier in die Seite reinbringen. Jetzt war schon, als ich kopierte, die schon aktiviert, die Darstellung. Also müssen wir sehen, dass wir den irgendwie kleiner kriegen. Dass wir der Text also jetzt hier unendlich groß, aber das ist ja auch kein Problem, man kann ihn einfach zusammenschieben, dass er auf die Seite passt erstmal und dann den feinjustieren. Wie gesagt, ich persönlich nehme es denn lieber, dass ich den in der Draufsicht mache. Ich hatte das jetzt einfach nur vergessen. So, jetzt ist der Text hier. Wir können den jetzt versuchen, noch ein bisschen sauberer da reinzukriegen. So, und hier oben müssen wir auch was zusammenstauchen. Dann haben wir hier den Teppichboden liegen. Es geht natürlich auch, wie gesagt, es geht mit reinem Text, nicht mit den Kurven. Bloß, dann muss er mehr rechnen, weil er, das ist ein editierbarer Text und er muss dann jedes Mal neu berechnen, wie die Textdarstellung denn ist. Die Wände lassen wir jetzt einfach mal so, da hatte ich auch noch Texte hingemacht. Dann können wir ja noch die Fußmatte nehmen. Na komm, so. Die Fußmatte hier nehmen, so eine Willkommensmatte. Das ist übrigens auch eine CorelDRAW-Grafik. Die können wir vielleicht erst kopieren und dann kopieren. Und wenn ich denn hier auf meine Fläche drauf gehe, bearbeiten, wie immer, dann sage ich einfach, du kommst mir hier unten hin. Ja, ein bisschen groß. Na komm, ich kriege denn die Seite nicht so. Den packe ich hier hin. Oh, da sollte er schon alle mitnehmen. So, die packe ich hier hin und sage dann, verschiebe es auf die senkrechte Ebene, auf die waagrechte Ebene. So, jetzt machen wir noch ein bisschen kleiner. Und schon haben wir hier eine Willkommensmatte liegen. Die ist jetzt natürlich noch ein bisschen groß. Die kann ich verkleinern. So. Die andere Seite auch noch. Wo bist du? Da. Und damit werden auch die Besucher willkommen geheißen. Also Sie sehen, mit einem relativ kleinen Aufwand ist es mir möglich, perspektivisch zu zeichnen, Objekte da reinzubringen. Man kann mehrere Perspektiven auf einer Seite machen. Man ist sehr, sehr frei in der Gestaltung, was man damit machen kann, machen will und möchte, tun, zeichnen, irgendwas möchte. Und hat dann irgendwann hier so ein Sachen, man kann natürlich auch noch andere Sachen machen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, ja, hier die Rückwand, die sollte sich lieber dem angleichen. Dann gehe ich einfach her, nehme mir die Farbe und sage, dass der Rückwand sei bitte so. Oder ich sage, dass hier auf der anderen Seite, das wird dann blauer. Mach hier die blaue Wand hin. Ja, jetzt habe ich hier einen ziemlichen grünen Ton erwischt. Könnte man natürlich auch noch anders machen. Den hier vielleicht. So, und habt ihr dann eben so ein bisschen angeglichen. So, und das war nämlich das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Wir haben die neue CorelDRAW Graphics Suite 2021 da. Die hat doch schon ein paar Erweiterungen, gerade dieses perspektivische Zeichnen. Finde ich so klasse, das habe ich schon so viel vermisst. Denn wenn man Perspektiven per Hand zeichnen will, wird es eben kompliziert. Ich bin eben kein Dürer oder sonst einer der großen Maler, die sowas können. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf hensschmitz.org.